Überlegen wir mal, was wir so im Alter von 16, 17 Jahren so gemacht haben. Na, Schule, Fernsehen, mit Freunden abhängen und im Idealfall auch mal knutschen, aber im Idealfall. Aber sonst so, vielleicht mal einen Tanzkurs. Das geht aber ganz anders. Auch zwei Teenager aus Gütersloh und Bielefeld haben sich für die Tanzweltmeisterschaft in Ungarn qualifiziert. Bald geht's los und wenn man denen zuguckt, dann merkt man, was man selber ja, fast schon noch als Kind mitbringen muss. Unbedingten Siegeswillen. Anna Gommer und Daniel Müller auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. In der Kategorie Standardtanz dürfen sie sich in Ungarn mit Altersgenossen messen. Ein Traum für jeden Sportler, auch wenn die Leidenschaft erst reifen musste. Ich glaube, ich habe mit 8 angefangen, aber nie mit Spaß. Und eigentlich hauptsächlich wegen meiner Mutter, weil sie wollte immer, sie meinte dann, ja, Tanzen fördert den ganzen Körper, nicht nur deine Beine, auch das Gehirn und so. Und dann dachte ich so, ja, okay, bla bla bla, Fußball ist geiler. Nach frühen Wettbewerbserfolgen ließ der heute 17-Jährige seine Fußballkarriere dann doch ruhen. Dies war nur das erste von vielen Opfern, die das Tanzpaar bringen musste. Anna Gommer steht deshalb auch regelmäßig vor der Entscheidung, Freunde oder Tanzen, und hat deshalb auch schon viele Opfer gebracht. Zum Beispiel viel Zeit mit Freunden oder auch so Geburtstage von Freunden, weil man wird ja auch nicht immer 18, nur einmal im Leben. Und klar ist das dann schade, aber ich habe zum Beispiel das Tanzen gewählt und dann, weiß nicht, wenn dann eine wichtige Meisterschaft ist oder wichtiges Training von der Meisterschaft, dann natürlich ist das dann wichtiger als ein Geburtstag. Denn das Ziel ist es, immer besser zu werden, sich immer weiter zu steigern. Um das zu erreichen, hat das Tanzpaar 4 Trainer an seiner Seite. Carsten Riemer von Schröders ist einer von ihnen und begleitet beide schon seit über 3 Jahren. Ganz toll, also eigentlich fingen die beiden hier an mit einem relativen Halbwissen und beide hatten natürlich unheimlich starke Ambitionen, schnell besser zu werden und man merkte einfach auch, dass die ein hohes Potenzial haben und Daniel sagte auch schon relativ früh, ich möchte irgendwann Weltmeister werden und er hat einfach jetzt alles dafür gegeben. Trotz aller Ambitionen und Erfolge in ihren jungen Jahren ist für sie die Weltmeisterschaft auch nur ein Wettbewerb, nur eben mit etwas mehr Anspannung. Und wie vor jedem Wettbewerb haben sie ein Ritual, das ihnen dabei hilft, mit dieser Anspannung umzugehen. Lass uns einmal den Check hier vorführen. Und dann gehen wir auf die Fläche. Ja, vor jedem Tanz irgendwie. Ja. Das bringt uns einfach runter. Zeigt uns, dass wir immer noch Menschen sind, nicht irgendwelche Aliens, nicht irgendwelche Profis, sondern einfach normale Teenager, die Bock haben zu tanzen. Und ob sie bald von normalen Teenagern zu Tanzweltmeistern werden, entscheidet sich am Samstag in Ungarn. So schön, dass